Bonsoir, Muchachos! Hier bin ich wieder, euer Deko von den Losers. Und zwar in einem miesen Über-Special-Videos. Richtig geile Nachrichten für euch. Und zwar habe ich gestern eine E-Mail bekommen von Christoph, aka XenraMac. Nochmal hierfür, danke an dich. Und zwar hat uns der Kerl, das ist übrigens für die, die es nicht wissen, der einer der Community-Manager oder zumindest einer von den Typen von Blizzard, die mit der deutschsprachigen Community von Heroes of the Storm in Verbindung stehen, so der Zwischenmann so für die Leute, hat uns angeschrieben, der hat gesehen, dass wir auf unserem itzy, bitsy, winzig kleinen Kanal zwei Videos haben zu Heroes of the Storm, hat uns angeschrieben und hat uns die Gelegenheit gegeben, 5 Keys an euch zu verlosen. Er meinte, wir können die nicht verkaufen, leider, sonst hätten wir das bei eBay reingestellt und Millionen gescheffelt. Leider durften wir das nicht. Aber wir dürfen sie verteilen, frei. Also haben wir uns gedacht, warum nicht? Ihr habt uns unter den letzten Videos schon gefragt, oh geil, wie kommt man an so Keys dran? Wieso habt ihr so einen Key? Ich will auch so einen Key haben. Und dann dachten wir uns, das Ding nutzen wir. Wir verlosen diese Beta-Keys an euch, an unsere geilere Muchacho-Army. Und zwar, wie gesagt, 5 Keys. Und nochmal übelst geil, dass Blizzard uns diese Gelegenheit gibt, einfach mal, dass der Community-Manager von Heroes of the Storm gesehen hat, dass wir mit unseren knapp 8000 Abonnenten da so ein Video haben. Schon mal cooles Ding. Und dass sie uns dann noch anschreiben von sich aus und uns die Gelegenheit geben, Keys zu verlosen. Bombending, aka ich kriege hierfür kein Geld von Blizzard. 5 Keys. Wir werden das so machen, dass wir 3 Keys hier unter diesem Video direkt bei YouTube verteilen. 3. 2 Stück. 2. Gibt es dann bei Facebook. Und zwar das erste Ding bei YouTube, die Frage an euch. Welchen Champ habe ich in den letzten beiden Gameplays von Heroes of the Storm auf unserem Kanal gespielt? Ich habe die ganze Zeit nur ein Hero gespielt. Welcher war das? Unter allen richtigen Antworten, schreibt es in die Kommentare. Babadabab. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir dann per Zufallsprinzip 3 Keys von diesen 5. Die anderen beiden gibt es auf Facebook. Und zwar werden wir dieses Video hier bei Facebook hochladen. Und ihr habt dann ganz, ganz viele Aufgaben. Und zwar müsst ihr unsere Seite Loser Koeffizient bei Facebook geteilt haben. Die Links gibt es hier übrigens zu Facebook in der Beschreibung. Auch nochmal die Anleitung, was ihr machen müsst. Ihr müsst die Seite geliked haben. Ihr müsst den Post mit dem Video liken. Ihr müsst den Post mit dem Video teilen. Und Nummer 4, ihr müsst irgendein vollkommen brainloses irgendwas, keine Vorschriften, irgendwas in die Kommentare schreiben. Ihr könnt euch da auch gerne darüber beschweren, dass ihr so viel machen müsst, um dann die Keys zu bekommen. Aber ich bin schon mal gespannt, was da alles unterstehen wird. Egal. Bei unserer Community, da kann ja echt einiges passieren. Also das sind die beiden Wege. 3 Stück bei YouTube, 2 Stück bei Facebook. Das wird alles nochmal hier in den Kommentaren, in der Beschreibung schreibe ich das. Die Links zu Facebook gibt es da auch. 5 Keys von den Losers von Blizzard für die Closed Beta. Nochmal Closed Beta, das ist keine Beta, das ist eine Closed Beta. Von Heroes of the Storm gibt es für euch dann nochmal ein kleiner Ausschluss. Denn die Keys können nur aktiviert werden bei Battle.net Europe. These keys are only for Battle.net Europe. Nur für den Fall, dass doch ein paar ausländische bzw. außereuropäische Menschen gesucht haben, gerade mal auf YouTube nach Heroes of the Storm Beta-Key-Verlosung oder sowas. Das war's doch schon. Ihr habt die Gelegenheit, 5 Beta-Keys. Ach so, das Ganze geht bis zum Freitag, der 27. Also nächster Freitag, 27. März. Bis dahin ist Einsendeschluss. Dann werden wir die Keys versenden. Geht bitte sicher, dass wir euch auf YouTube Nachrichten schreiben können, dass wir euch auf Facebook Nachrichten schreiben können, damit ihr dann die Keys auch bekommt, wenn ihr gewinnen solltet. 27. März, habe ich noch was vergessen? Ne, ich glaube, das war's. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Und ihr könnt dann zum Wochenende nächste Woche richtig schön geil Heroes of the Storm zocken. Und noch ein Ding, ich erwähne es nochmal kurz. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt uns bei Facebook eine Nachricht, schreibt uns bei YouTube eine private Nachricht. Wenn ihr irgendwie Feedback habt zu Heroes of the Storm,
kann ich das gerne weitergeben. Wir haben da jetzt so einen etwas direkteren Draht zu dem Community Manager, weil wir uns dann auf so einem extra Forum einloggen konnten. Vielleicht trifft es ja so mehr auf Gehör, was ihr zu sagen habt. Ich weiß es nicht, aber wir können es versuchen. Ich kann es weiterleiten. Also, Muchachos, Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und reingehauen, bis zum nächsten Mal.